بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على أسلوب جبيوت الله عز وجل والفريد ونزيغ في محمد صلى الله عليه وسلم Ich heiße alle Geschwister hier herzlich willkommen in dieser gesegneten Moschee und freue mich darüber, dass Allah Azza wa Jal uns dazu recht geleitet hat und uns es ermöglicht hat, dass wir inshallah uns hier bei einer schönen und gesegneten Anbetung inshallah treffen dürfen und konnten. Inshallah, bevor ich inshallah mit dem Vortrag anfange, wollte ich inshallah noch kurz ein paar Worte loswerden. Zum einen inshallah bedanken wir uns inshallah bei den Geschwistern, die diese Moschee leiten, dass sie uns eingeladen haben, herzlich willkommen haben und dieses ermöglicht haben. Möge Allah sie dafür reichlich belohnen, inshallah. Und dann bedanke ich mich auch bei den Brüdern und Schwestern, die gekommen sind. Und gleichzeitig entschuldigen wir uns, inshallah, für die Verspätung, da wir ein bisschen im Stau gestanden haben. Und der Dank ist natürlich auch deswegen, weil Allah Azza wa Jal uns so beigebracht hat, dass wir dankbar sein müssen zu den Menschen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith sagte, derjenige, der den Menschen nicht dankt, der wird auch Allah gegenüber nicht dankbar sein. Beziehungsweise ist auch Allah gegenüber nicht dankbar. Des Weiteren, inshallah, wollte ich nur kurz inshallah daran erinnern, mich selbst und meine Geschwister, inshallah, dass wir hier gerade in einer sehr, sehr schönen Anbetung uns befinden, die Allah Azza wa Jal liebt und der Gesandte geliebt hat und die Engel lieben. Und deswegen lässt Allah Azza wa Jal seine Barmherzigkeit und seinen Segen auf uns herab. Und aus diesem Grund, weil wir uns in einer Anbetung befinden und in einer ganz besonderen Anbetung befinden, die Allah Azza wa Jal liebt, müssen wir inshallah versuchen auch das Benehmen zu haben, wenn man in einer Moschee ist, in einem Haus von Allah Azza wa Jal und während man in einer Anbetung ist. Dass man inshallah Azza wa Jal Respekt hat, dass man in einem Haus von Allah Azza wa Jal ist und nicht in einem Café oder irgendwo in einem, ja, wo man einfach schreit und kein Benehmen hat oder als wäre man zu Hause. Hier ist man nicht zu Hause, hier ist man Gast bei Allah Azza wa Jal. Deswegen sollen wir inshallah versuchen, uns so zu benehmen, wie es Allah Azza wa Jal auch wohlgefällt. Dass wir inshallah nicht zu viel sprechen und zu laut reden und zu laut lachen und eventuell den einen oder anderen Bruder dabei stören, wenn er Allah gedenkt oder seine Gebete verrichtet, Sunna-Gebete verrichtet oder Koran lesen will oder so, dass inshallah derjenige nicht gestört wird, weil dafür ist dieses Haus gebaut worden. Dass wir inshallah diese Sache respektieren und Allah fürchten in dieser Sache. Inshallah ta'ala noch als letztes inshallah ganz kurz, wenn wir inshallah die Vorträge, inshallah, oder wenn derjenige, der hier einen Vortrag macht, inshallah seinen Vortrag oder wenn er gerade spricht, inshallah, versuchen wir inshallah, wenn es geht, nicht während des Vortrags einfach etwas zu sagen und zu fragen, weil wir dann eventuell selbst entweder durcheinander kommen, beziehungsweise auch es dann überhaupt der Vortrag sozusagen gestört wird, indem dann der eine oder andere noch was dazu sagen muss und dann fängt vielleicht eine Diskussion an. Und ich denke, Wallahu alam, ist es besser, wenn einer eine Frage hat oder vielleicht hat einer etwas einzuwenden, beziehungsweise hat einer eine Nasiha oder beziehungsweise einer von uns macht einen Fehler. Und wir sind inshallah sehr, sehr, sehr froh darüber, dass uns inshallah einer Bescheid sagt und sagt, hier, du hast etwas Falsches gesagt. Inshallah, dann nehmen wir das inshallah sehr, sehr gerne und es ist auch unsere Pflicht, das inshallah zurückzunehmen. Aber bitte inshallah nicht während des Vortrags. Inshallah habe ich als erstes inshallah ausgesucht, dass wir inshallah über eine sehr, sehr wichtige Sache in unserem Glauben reden. Und zwar inshallah über die Tauba, über die Rückkehr zu Allah Azza wa Jal, ja, über das Bereuen. Und diese Tauba ist eine sehr, sehr wichtige Sache, eine sehr, sehr wichtige Anbetung für die Gläubigen. Und Tauba bedeutet sprachlich, so wie ihr wisst, die Rückkehr oder zurückgehen, zurückkehren.
Und religiös betrachtet gibt es einige Erklärungen. Und eine dieser Erklärungen ist einfach, dass man von Allahs Weite in Allahs Nähe zurückkommt. Dass wenn man sich weit entfernt hat von Allah Azzawajal, dass man dann die Nähe Allahs sucht. Und wie gesagt, es gibt mehrere Erklärungen für diese Sache im Islam. Die Tauba, die Reue, ist nicht eine Sache, die man einmal bespricht und einmal lernt, was sind die Voraussetzungen der Tauba, wie mache ich Tauba und so weiter und halas. Nein, die Tauba ist eine Sache, über die man immer wieder reden muss, immer wieder an sie erinnern muss. Warum? Weil die Tauba selbst ist eine Tat, die man jeden Tag und in jeder Zeit seines Lebens wiederholen muss, ständig wiederholen muss. Denn, wie ihr wisst, treffen wir alle Verfehlungen, jeden Tag. Jeden Tag sündigen wir. Und deswegen müssen wir jeden Tag wieder zu Allah zurückkehren. Denn derjenige, der das nicht tut, der sammelt, der ist am Sparen. Aber der sammelt Sünden. Sünde auf Sünde und Sünde auf Sünde. Und ein schwarzer Punkt nach dem anderen im Herzen, wie der Prophet es ihm gesagt hat, bis das Herz komplett schwarz wird und nichts Gutes mehr erkennt. Nichts Gutes mehr erkennt und nichts Verabscheuliches verwehrt oder verbietet. Deswegen ist es eine Pflicht für uns, die Reue immer wieder zu praktizieren. Und diese Reue, liebe Geschwister, ist eine sehr, sehr großartige Tat, eine sehr, sehr großartige Anbetung, die Allah Azzawajal liebt. Allah liebt es, dass man zu ihm zurückkehrt, nachdem man sündhaft gewesen ist, nachdem man den Weg oder den geraden Weg verlassen hat, nachdem man seinen Gelüsten gefolgt ist und viel gesündigt hat, viel Schlechtes getan hat, sich an erster Stelle sich selbst. Ja, wie Allah ganz oft im Koran sagt, وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Die sind nicht ungerecht zu Allah Azza wa Jal, weil Allah trifft keinen Schaden dadurch. Der Schöpfer Allah Azza wa Jal, den trifft keinen Schaden. Es schadet ihn nicht, wenn du sündigst. Aber es schadet dir selbst. Und natürlich ist das eine Sache, wo es auch einen Konsens gibt. Ja, إِجْمَعَ الْعُلَمَاء und إِجْمَعَ الْمُسْلِمِينَ. Ein Konsens, alle. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit, dass die Tauba eine Pflicht im Islam ist. Und dafür sind natürlich die Koranverse und die Hadithe sehr, sehr viele. Inshallah erwähnen wir ganz kurz einige davon. Zum Beispiel sagt Allah Azza wa Jal in Surah Tahrim: Ya ayyuhal ladhina amanu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. Oh, die ihr glaubt, kehrt zu Allah reumütig zurück, kehrt zu Allah zurück in Reue, in demütiger Reue. Warum? عسى ربكم, عسى im Koran, عسى heißt eigentlich vielleicht in der arabischen Sprache, aber im Koran heißt es immer gewiss. Ja? Gewiss, Allah wird euch dann eure Sünden vergeben. Ein Angebot von Allah Azza wa Jalla. Allah weiß, dass du Fehler machst. Allah weiß, dass du sündigst. Und deswegen hat dir Allah ein Geschenk gegeben, ein Angebot. O ihr, die ihr glaubt, kehrt zu Allah demütig und in Reue zurück. Kehrt zu Allah zurück. Bereut eure Sünden. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ. Gewiss, Allah wird euch dann eure Sünden vergeben und wird euch einlassen in Paradiesgärten. Das ist ein Beweis. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Beweise, zum Beispiel auch in Surah An-Nur sagt Allah Azza wa Jal: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und kehrt zu Allah zurück, O ihr Gläubige, sodass ihr erfolgreich sein werdet. In den Hadithen zum Beispiel, im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam:
in der authentischen Überlieferung. O ihr Menschen!